Solange du nicht bereit bist, dein materialistisches, heliozentrisches Weltbild zu opfern, wirst du die himmlische Welt, die geistige Welt nicht betreten. Punkt. Es bleibt aber, du bist ewig. Das ist das, was man hier die panische Angst im Hinduismus vor der Reinkarnation nennt. Das, wenn du das einmal verstanden hast mit dem Bücherregal, mit den Büchern, wo ich sage, wie blöd bist du, wenn du keine neuen Leben mehr erleben willst. Nein. Wir fangen mal so mit Mittelalterbildern, mit Ritterspielen an und irgendwann einmal, jetzt sind wir schon im Bereich des Science Fiction mit Kriegen und so weiter. Nein. Jetzt wird sich dir alles öffnen. Nein. Ob sich das jetzt am Ende deines Lebens, dein Leben dauert und dauert und dauert. Und da kommt natürlich jetzt was Neues dazu für dich, Geistesfunken. Ist es definitiver so, dieses jetzige Leben, wenn ich in dir aufgetaucht bin, wird so lange dauern, bis du das verstanden hast. Und es gibt nur einen einzigen Ausweg aus dem Traum heraus, du musst aufwachen. Das ist das, was der normale Mensch sterbt. Das ist wie wenn du im Bett aufschreckst und plötzlich wach wirst. Und dann löscht dich diese Welt komplett auf und du sagst, hab ich einen Scheiß dran. Oder es war ein spannender Traum. Jetzt ist immer die Frage, in dem Moment, wo du wach wirst, in dieser Metapher ist natürlich sofort wieder eine dreidimensionale raumzeitige Welt da. Du musst eigentlich zuerst nur begreifen, dass jeden Morgen, wenn du wach wirst, du eigentlich einschläfst. Genau in dem Moment beginnt dein Raum. Und das, was wir jetzt als Erklärung bringen, erfordert schon wieder, dass du ein Zeitfenster vor dir aufspannst, nämlich vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Aber das Zeitfenster ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es ist, wenn man das oft genug hört, muss ich euch nicht sagen, wird es total einfach. Das ist wieder das Drehen des Materialismus. Der Materialismus dreht alles geistreich ins Gegenteil. Der Materialismus sagt, ich erwache am Morgen, nee, du schläfst ein und beginnst zu träumen. Richtig. Das ist genau wieder dieses Drehen. Es ist immer um 180 Grad gedreht. Und in dem Moment, wo du abends einschläfst, wirst du eigentlich wach. Genau. Aber die Frage, bewusst in einen Traum wach oder das musst du zusammenschieben. Und das ist immer wieder das Spiel und du wirst dann, das muss ich dir nicht sagen, das, wenn du Leute hast, das kommen immer wieder dieselben Fragen, wo du meinst, die haben das verstanden. Da gibt's nichts zu verstehen, Leute, mach dir bewusst, was jetzt ist und das Gegrübel, gibt's jetzt unendlich viele Geistesfunken oder nicht? Ich sag, das wird so sein, wie du dir's denkst. Es gibt gar keine Geistesfunken, wenn du nicht an Geistesfunken denkst. Weil rot geschriebene Geistesfunken ja auch schon symbolisch für was stehen, was nicht gedacht werden kann. Das ist die Antwort. Da kann ich mit Rot und Blau spielen, aber solange ich mir nochmal Gedanken drüber mache, ich schreibe jetzt Rot an Geist, gibt es jetzt den roten Geist oder gibt es ihn nicht? Du hast nicht einmal verstanden, dass Rot ein Symbol für etwas ist, was nicht gedacht werden kann, wie das Rot geschriebene Nichts und das Rot geschriebene Alles. Ja, genau.